auf Italienisch ist auch gut. Kumbai, Dankeschön. Kumbai, Dankeschön. Siehst du, es ist nichts Böses, mal bei Twitch vorbeizugucken. Man registriert sich doch sowieso bei jeder Scheißseite. Wie finde ich das nochmal? Wo kann man. Ah, hier. Insel. Insel. Welcher ist das denn? Der eine ist fast voll. Wir gehen mal auf den fast. Ja, der andere ist komplett leer. Dann gehen wir natürlich auf den hier. Ist ja Logo. Der ist noch fast leer. Da kann man gut drauf joinen. Okay. Dann wollen wir mal, ne? Carnivore. Oh, cool. Ich freue mich. Das erste Mal, wo wir Evrima getestet haben, vor 2 Monaten? Nein, vor einem Monat. Vor einem Monat war das. Hab ich gelöscht. Wollte ich nicht hochladen. Elisa, welches meinst du, welches Spiel? Wo starten wir denn, Leute? Ach, ist egal. Wir können ja sowieso fliegen. Ich starte mal so mittig, oder? Nee, komm. Wir gehen mal ruhig in den Norden. In die Kälte. Wow. Hello? Kann man eigentlich schon fliegen? Wie kommt man da oben? Wie geht man da oben? Wie kommt man da oben? Ja, aua. Wow. Es ist natürlich in der Dunkelheit. Gibt es jetzt eigentlich eine Nachtsicht? Nee. Okay, ich muss mal ganz kurz eine bessere Position suchen. Jagger, noch guten Abend. Oh, der braucht aber ziemlich lange, um Energie zu laden, ne? Wow. Okay. Ich werde das jetzt mal testen. Jedes Mal, wenn ich starte, ich glaube zu 90%, wenn ich dieses Spiel starte, ist es dunkel. Und wenn es mal nicht dunkel ist, dann ist es diesig und es regnet. Ferry, ich brauche kein Dolmetscher sein. Das Spiel ist doch sowieso auf Englisch komplett. Oh, das ist auf Dinurisch. Nina, guten Abend. Marlin, du bist ein aktiver Stream-Schreiber. Das ist gut. Ich mag so welche Leute. Oh, braucht er viel Ausdauer. Wieso dauert denn das so Ewigkeiten? Ich bin da irgendwo im grünen Gras. Hallo Benny, guten Abend. So. Wie kann man eigentlich höher fliegen? Weiß das jemand? Auf den Boden geklatscht. Es ist ziemlich dunkel, Leute. Ich sehe meinen Dino auch nicht. Ich sehe nur ein kleines Etwas. Luti, guten Abend. Leertaste. Okay, man kann nicht über die Bäume. Geht das nicht? Kann man über die Bäume drüber? Benny, ja, kenne ich. Habe ich dem Entwickler mal gefragt, ob er mir einen Key gibt
von Anfang an. Das Spiel ist ja recht teuer. Ich glaube, das 50 € war es, glaube ich, damals. Oder 59 € sogar. Ich fand das recht teuer. Und dann habe ich den Entwickler gefragt, ob er ein paar Keys zur Verfügung stellen kann. Ich weiß nicht mehr. Der hat, glaube ich, nicht geantwortet oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Sonnenschein? Da komm ich schon. Ich bin noch nicht so ganz. Ich muss noch nicht ganz raus, wie ich das. Okay, ich warte noch mal ganz kurz, bis er hier ein bisschen geladen hat. So, wir gucken uns das Tier mal im Dunkeln an. So, da ist er. Man sieht nichts. Ich kann es leider nicht heller stellen. Sonnenschein, es gibt eine Fotogalerie, die heißt so. Guck mal. Arc, schreibst du Arc 623 Fotogalerie bei YouTube, dann findest du, aber die ist noch nie fertig geworden. Ich habe zu viele Fotos. Ragnar, einfach nochmal neu versuchen. Immer versuchen. Ihr kommt schon drauf. Glaubt mir. Ihr kommt immer drauf. Ihr kommt ganz sicher drauf. Delta Squad, guten Abend. Ach, stimmt, ha. Ich habe total vergessen, dass der H drücken soll. Guten Morgen. Ich habe schon zu lange gespielt, dass ich das vergesse. Nicht zu wenig, sondern zu lange. Wer hat es gerade geschrieben gehabt? Irgendjemand hat es gerade geschrieben mit H. Oh mein Gott, ey. Als ob ich das Spiel noch nie gespielt hätte. Ich weiß aber nicht ganz genau, wie das. Ich wüsste gerne. Ach, warte mal, das können wir. Autsch. Ich habe gerade alles gebrochen. Hallo, ich sehe nichts. Warte mal, uns kurz geschnüffeln. Dann hätte ich doch wenigstens mal in den Norden fliegen können. Wo ist denn Norden hier? Ach, es gibt ja auch keinen. Es ist dunkel. Es ist so dunkel. Wo ist Norden? Woran erkennt man, dass hier Norden ist? Ach, ist das dunkel. Aber wenigstens verliert er nicht so schnell Hunger und Durst. Das ist schon mal ganz gut. Und wie hat dir die 10. Staffel gefallen, Katari? Marlin, ich würde gerne den Sukkos spielen, also das Krokodil. Berg nach oben. Okay. Welche Richtung war es? Das habe ich gut gemacht. Das fand ich super. Mit dem Schlafen. Nochmal kurz schnüffeln. Wo ist der Berg nach oben? Ah, jetzt sieht man was. Ah, oh. Na also, Leute, jetzt kann man auch mal was sehen. Guck mal, da bin ich. Ist er nicht schön? Und jetzt aber die schnelle Bewegung, ne? Not bad. Hier oben in der Luft dürfte man das Grillengezirper eigentlich gar nicht mehr hören. Das ist viel zu laut, das Grillengezirpe. PC23 oder sowas. Ich suche eine kleine Wasserpfütze.
Aber jetzt am Rand ist das natürlich nicht so schlau. Aber auch schön, dass man jetzt einfach hier so gemütlich hier rumgurken kann in der Luft, ne? Das ist cool. Erst recht, wenn es dunkel wird, dann haben wir wenigstens in der Luft so ein bisschen mehr Übersicht. Aber ist der Boden so matschig als von der Textur? Oder ist der so? Der Sinn in diesem Spiel ist zu überleben. Essen, trinken, überleben. Bist du ein Pflanzenfresser? Ach, ist egal, was du ein Pflanzenfresser oder Fleischfresser bist. Gucken, dass du nicht gefressen wirst. Gibt es Fische auch im Salzmeer, also im Meer, oder ist das nur in den Seen? Oder kann ich da mal zum Meer rüber? Gibt's da? Ich glaube, da gibt es nichts zu essen, oder? Kann man sich nicht mehr einladen hier? Wie war es nochmal? Bei Vima konnte man sich, glaube ich, nicht einladen oder nur so ein kleines Team. Wenn jemand ein Flugsaurier ist, lade mich nochmal ein. Wie lande ich eigentlich? Ah, okay. Wir gehen mal runter. Wie fresse ich überhaupt? Einfach zu beißen? Da gibt es ja noch eine andere Taste. So, okay. Blöm. So, okay. Schlafe. Da liegt er. Der kleine Petri. Mit seinen Sicheln. Nieterlepp, guten Abend. Schon lange nicht mehr da gewesen. Das sind die neuen Megafongrillen. Ja, so hört sich das ein bisschen an. Wer ist Domi? Guten Abend. Ich glaube, Stylus, es gibt keine beste Staffel. Viele der Leute, die irgendwann einer Staffel gerade angefangen haben oder dazugekommen sind, sagen immer, das ist die beste Staffel. Immer. Da kommt einer auf mich zugelaufen. Seht ihr das da hinten? Ich muss jetzt mal aufstehen. Jetzt wird es nämlich gefährlich. So. Erstmal da oben. Wer bist du? Wer bist du? Ist ein voll schönes Tier. Das haben wir letztes Mal gespielt. Wer bist du? Ist jemand von euch? Das bin ich. Okay, dann lande ich wieder. Gibt's auch eine normale Landung in dem Spiel? Gibt's eine Taste für eine Landung, dass er die Füße ausfährt? Das war voll schnell beim Laufen übrigens. Finde ich voll interessant. Guck mal. Bitte. Ah, du musst Z drücken beim Landen. Oh wei, wie komme ich denn an die Z-Taste? Da muss ich mir ja vor die Verrenkung machen. Sag mal, ist hier hat hier keiner ein Team oder so? Ach, man muss dich immer sehen. So war das ja. Man kann ja keinen Tab drücken. Ja, ich hab's ja vergessen. Okay, ich mach mal. Ivi, ich komme gleich wieder. Ich mach mal ganz kurz eine Testlandung. Das muss doch gehen. Ich als Battlefield 1942 Flieger muss das doch können. So, ich komme wieder. Ich komme wieder. Keine Frage. Z, ey, wie komme ich an die Z-Taste? Das muss ich umstellen. Okay, aber das muss ich umstellen. Impostazioni. Controlli. Zut.
Airbrake. Wo stelle ich denn das hin? Wie kann ich am besten... Welche Taste ist nicht wichtig? Ich komm an die Z-Taste nicht dran. Ah, ich habe eine andere Taste. Okay. Maus. Wird schon gehen. So. Ich komme sofort wieder. Nochmal ein neuer Test. Nur kurzer Test. Hoffentlich funktioniert das auch mit der Landerflug. Hopp. Okay, geht. Nee. Vollglätzwerk. Sehen wir wenigstens, wie viel Uhr es ist? Hier gab es auch keine Uhr, ne? Das war auch das. Bei Evelima gab es keine Uhr, da gab es keinen Kompass, also kein Kompass mit Buchstaben, keine Teameinladung, keine Nachtsicht. Alles genau das, was mir am besten war. Bei Evelima. Gaso, guten Abend. Pass am Wasser auf, hat mir bestimmt jetzt auch alle schon gesagt. Wie kann man... Oh, da kommt noch einer. Das Gacker hier. Bist du das? Der Reaver. Jetzt habe ich schon mal einen Freund. Oh, wir sind... Ach, guck mal, da hinten kommen sie geflogen. Zwieback und Dodo. Achtung! Oh, da ist sogar gelandet. Zwieback. Ich lande. Egal. Hauptsache auf dem Boden. Cookie! Ich kann Schnäbelküsschen machen. Wer hast du sagen können? Hey, Dex, kannst du mal Schneebi grüßen? Cheer 100. Ich soll... Schneebi grüßen. Ich grüße Schneebi. Wer ist Schneebi? Weiß man. Guck mal, den Mond. Oh, wir haben gerade den Mond oben stehen. Das heißt, wir müssen noch ziemlich lange warten, bis es Tag wird. Und ich habe langsamer Durst und Hunger. Also, Kinders, ihr wisst Bescheid. Kommt mir mit. Was zu trinken holen. Ich hab Durst. Boah, keine Ausdauer mehr. So, echt weit gekommen. Okay, das mit der Landung geht schon mal ganz gut. Kurz pausieren und dann weiter zum Wasser. Mit STRG. Ah, das ist wichtig. Danke, Delta. Aha. Stimmt, Grown war ja alleine. Ja, ich habe jetzt Evrima nur einmal gespielt. Wir spielen ja eigentlich nur Legacy. Bitte, Palle, guten Abend. Wir spielen auf die Insel. Die Insel, immer die Insel. Alles die Insel. Der volle Server. Ist beim Fangen des Fisches einfach nur die ganz normale Maus-Angriffstaste oder gibt es da was anderes? Kann er auch die Luft schnuppern? Stimmt ja, das war ja das andere System, ne, mit diesen Pünktchen Richtung Wasser und Richtung Essen oder sowas. Auf den Berg! Oder Hügel, so.
Wir sind echt weit gekommen. 10 Meter. Ich muss unbedingt was essen. Achso, schreibt im Chat. Ich lese nicht in-game. In-game-Chat mag ich sowieso nicht. Der In-game-Chat ist schrecklich. Ich soll mal gucken, wie groß ich bin. Oh, ich bin schon gewachsen. Ich bin ja schon gewachsen. Es ging ja schnell. Ich würde gerne mal den Dino bei Tag sehen. Ist ja schrecklich bei der Nacht. Am besten nicht mit Shift fliegen. Der braucht aber ziemlich lange für die Ausdauer, ne? Ja, Luti? Hast du das, das Unboxing-Video? Luti, hast du das Unboxing-Video das letzte gesehen? Ja, oh. Hallo zusammen, 28 Monate. Squid 1, Squid 2, Squid 3, Squid 2, Squid 4. Huhu, zusammen, ui, 28 Monate habe ich schon auf die nächsten XDS. Squid 1, Squid 2, Squid 3, Squid 2, Squid 4, kleiner als 3, kleiner als 3, kleiner als 3. Ach, es gibt in dem Spiel keine Dinos, die mir fehlen. Einfach alle Dinos reinpacken. Weil wir wechseln sowieso immer die Dinos. Und wir haben uns bis jetzt auf noch kein Dino festgelegt. Wir machen einfach immer. Und das ist immer wichtig, dass wir so ein bisschen von allem spielen. Deswegen finde ich das, umso mehr Dinos, umso besser. Ich würde gerne so ein paar Kombis mal haben. Die gab es ja bei... Okay. Ist laut. Metal, was machst du, dass es so laut ist? Dankeschön. Party 100. Wie gesagt, ich würde gerne mal ein paar Kombis spielen. Das wäre doch mal eine lustige Idee. Hallo, Wasser. Hallo, from. Ah, hier. Ich habe Wasser gefunden. Wasser. Ein Vlog habe ich schon mal gemacht. Hier unten gibt's Wasser. Gefährlich, ne? Das ist gefährlich hier. Ich gehe mal ein bisschen runter. Guck mal, hier ist einer, oder? Ein Toter. Au. Na? Hallo? Muss man echt... Okay. Ich mag es nicht, wenn es dunkel ist. Es ist so dunkel gerade. So unangenehm. Da war was zu essen. Das will ich unbedingt essen. Da war ein totes Tier im Wasser. Aber wo ein totes Tier ist, ist auch einer, der den gefressen hat. Hier, seht ihr? Hier. Ein Kano. Sorry Leute, dass es so dunkel ist, ich kann dagegen nichts machen. Kann ich den essen? Drink. Drink. Oh Gott, Schatten. Drink. Kann ich nicht essen. Nein, weil er Wasser ist. Kannst du essen? Hä? Wie hat das gemacht? Hä? Huch, da geht's doch. Oh. Mein Fehler. Nee, mit G nicht. Ich mach's immer mit E. Aber mit G ist ja Stücke rausreißen. Ja, wir haben schon was zu essen. Voll lucky. Sorry Leute, dass es so dunkel ist. Hier liegt ein toter Kano. Sieht man das irgendwie? Nö, ne? Da liegt einer. Cool.
Team A, danke schön. Tamakra. So war das. Das ist nicht Team A. Ich hab gerade ein E noch dazu genommen. Sorry. Tamakra, guten Abend. Danke schön für die 4 Monate. Wir haben ja ein paar neue, schöne Emojis, die ich leider nicht nutzen kann bis jetzt. Ich kann mir ein Stückchen mitnehmen, ne? Pass auf. Hey, nicht alles auf einmal. Lass doch mal los. Das ist auch was. Oh, da kommt was auf uns zu. Ich glaube, es war glaube ich gerade Ivy, kann das sein? Ich bin ja so ein Schisser. Oder ich bin vorsichtig. Der Drescher, guten Abend. Aber ja, das ist super. Wir haben schon was getrunken, was gegessen, perfekt. Ich bin schon aufgestiegen im Level. Ja, aber ich bin schon groß. Das geht ja voll schnell mit dem. Oh, da unten ist was. Da unten ist. Ah, guck mal, hier unten ist ein Stego. Stego, wer bist du? Hallo Stego. Hallo Sonne, komm mal raus. Wer ist der Stego? Bin nur ich, okay. Wie ich dachte mir schon, dass du es bist. Wo ist der Stego hin? Wo ist er hin? Keine Ahnung. Oh! Ich bin voll gegen den Baum geflogen. Das kann man auch machen. Okay, das wusste ich nicht. Voll gegen den Baum gerast. Oh, guck mal da unten. Habt ihr das gesehen? Da, guck mal. Da sind ganz viele. Wo gehen die hin? Wo gehen die hin? Nicht so schlau hier hinzugehen, ne? Wenn man keine Ausdauer hat. Oh, leck, leck, leck. Leck, leck, leck. Kurz pausieren und dann gleich weiter. Cool, das läuft voll gut. Jetzt, ich will unbedingt tagsüber mal. Ich will tagsüber unbedingt mal fischen gehen. Das ist halt interessant. Ich würde euch auch gerne mal meinen Tag zeigen. Das ist so schrecklich in der Nacht und erst recht, wenn man keine Nachtsicht hat. Blöd. Sonst heult Idefix. Wie fliegt man so instant hoch? Mit der Leertaste, also Sprungtaste, wo du es auch hingestellt hast. Gedrückt halten. Aber sobald du hochfliegst, wenn du hochfliegst, kostet das Ausdauer. Luigi, du willst mir was zum Whisky sagen? Sorry, habe ich dir was? Ich habe was überlesen. Ich kann nicht spielen und also jetzt gerade fliegen und alles lesen. Aber ich lese nochmal durch. Mit Honig veredelt, okay? Wird in Deutschland hergestellt. Interessant. Du kannst mir gerne mal den Link schicken. Im Discord oder ja, irgendwo schicken. Privat bitte irgendwie. Sonst geht das im Chat unter. So. Ich gehe mal wieder. Und Dominik ist auch hier. So. Nicht so viel Ausdauer, so ein bisschen Ausdauer noch behalten. Okay. Fliegen wir mal weiter.
wollte mal gucken, wo die hingeflogen sind. Wo ist der Mond? Wir sagen einfach mal, es ist 2 Uhr, 3 Uhr morgens. Was schade ist, dass der leicht runtergeht. Merkt ihr das? Jetzt sagt mir nicht jemand, der Berg geht. Es geht langsam bergauf, deswegen geht der runter. Ne, der geht immer langsam runter irgendwie. Das ist doof. Und auch voll gefährlich. Ah, wenn ich Geschiff gedrückt halte, okay. Oh, Schock. Na cool, danke schön. Oh, jetzt bin ich abgestürzt. Jetzt bin ich. Ich hab grad voll den Schock bekommen. Ich hab grad gedacht, was ist denn das für ein Sturmgeräusch von irgendeinem Tier? Wie geht's dir? Mit deinem fetten Rentier. Wow, der nächste ist auch gegen den Baum geknallt. Cool, wie geht's dir? Was habt ihr Schönes gespielt? Rust? Oder was hast du gespielt? Chest? Was hast du heute auf dem Programm gehabt? Achso, ich hab vergessen, mich hinzulegen. Sekunde, ich gehe mal ein bisschen ins helle Licht. Es geht mir so auf den Nerv, dass man hier im Dunkeln nicht sieht. Dein Bruder hat dich geraidet. Was hat denn der gespielt? Apex hast du gespielt. Und was hat dein Bruder gespielt? Das gleiche? Schocke. Hearthstone, okay. Gutes Spiel. Habe ich lange Zeit gespielt auf dem Tablet. Aber irgendwann habe ich dann auch keine Lust mehr gehabt. Ja, 3000 Zuschauer, okay. Was hat er denn gespielt? Er spielt Apex, okay. Aber er spielt ja auch in der Liga, glaube ich, ne? Ist ja, glaube ich, ein Ligaspieler, soweit ich das noch weiß. HS bedeutet? Was bedeutet HS? Oh, es könnte jetzt langsam mal heller werden. Müsste es aber auch jetzt. Der Mond müsste jetzt langsam untergehen. Ja, der Mond geht jetzt unter. Das Sönnchen geht jetzt gleich hoch. Ach so, er macht Battleground. Hearthstone, okay.